Hey Freunde, herzlich willkommen auf Pandino TV. Heute gibt es einen Polizeieinsatz am Hafen. Viel Spaß. Wo bleiben die denn nur? Das Boot ist noch nicht zu sehen, aber sie müssten jeden Moment auftauchen. Und wo bleibt der Fahrer? Ah, da kommt er ja. Hey Johnny, da bin ich. Wurde ja auch Zeit, hast du alles da? Na klar. So, hier, bitte. Lass mal sehen. Ah, perfekt, dann fehlt jetzt nur noch das Boot. Aber ich glaube, ich habe vorhin schon was gehört. Sag ich doch. Nein, da bist du ja. Ja, da war ein Kontrollboot. Ich muss da außen rumfahren. Die werden auch immer mehr. Das wird immer komplizierter. Wir können das also nicht mehr so häufig machen. Okay, kein Problem. Das kriegen wir schon hin. Also dann, hast du eines dabei? Natürlich, ich bin doch kein Amateur. Hier. Na, mal nachsehen. Mir scheint alles in Ordnung zu sein. Na dann, wie immer eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Ach, immer arbeiten sie im Dunkeln und immer sind sie uns einen Schritt voraus. Wir müssen sie doch irgendwie erwischen. Ja, ich glaube, langsam wird es Zeit für das Sondereinsatzkommando. So oft wie das passiert, wahrscheinlich sind das Schmuggler. Ach, du hast vermutlich recht. Okay, Hagrid, sag dem SEK Bescheid. Wir haben einen Auftrag am Hafen für sie. Okay, Jungs, raus mit euch, na los. Dann verstecke ich jetzt mal den Wagen und danach besprechen wir den Lageplan. So, Männer, aufgepasst. Hier ist der Plan. Die Gangster werden vermutlich heute wieder zuschlagen. Wir müssen also vorbereitet sein. Jeder sucht sich ein gutes Versteck, sodass wir zusammen den ganzen Hafen im Blick haben. Und dann beobachten wir. Und sobald sich etwas tut und wir uns sicher sein können, gebe ich den Zugriff über Funk frei. Also Männer, sucht euch ein Versteck, gebt mir die Position über Funk durch und dann warten wir. Alles klar, Boss. Ich verstecke mich im Wasser. Ich habe hier oben Stellung bezogen. Ich behalte von hier hinten alles im Auge. Sehr gut, Männer, dann haben wir ja jetzt alles im Blick. Die Augen immer schön offen halten. Mal wieder niemand zu sehen. Perfekt. Das hier ist die ruhige Ecke vom Hafen. Hier ist nachts nur selten was los. Okay, dann begebe ich mich mal wieder auf Position. Hey Boss, da ist jemand. Ich sehe ihn klar und deutlich. Es scheint die Person von der Überwachungskamera zu sein. Ja, ich habe ihn auch genau im Blick. Sehr gut, Männer. Behaltet ihn genau im Auge. Eine falsche Bewegung und ich will sofort Bescheid wissen. Na, immer kommen sie zu spät. Na los, beeilt euch mal. Sonst mache ich das nächste Mal auch. Also. Hallo. Da bist du endlich. Das nächste Mal sei bitte pünktlich. Ja, sorry, da war eine Kontrolle. Ich musste drum herumfahren. Das hat mir Lenny letztens auch erzählt. Fährt doch einfach mal früher los. Ja, Mann, sorry. Jetzt bin ich ja da und das Boot noch nicht. Hat doch alles geklappt. Es gibt da nur ein kleines Problem. Ein Problem und das wäre? Hoffentlich kein allzu schlimmes. Naja, also, ich hab nicht genug zusammenbekommen. Denkst du, das fällt auf? Ob das auffällt? Natürlich fällt das auf. Warum sagst du nicht vorher Bescheid? Naja, ich dachte, wir können es vielleicht noch irgendwie vertuschen. Na gut, wir können es versuchen. Jetzt ist es aber eh schon fast zu spät. Da kommt er. So, da bin ich. Ich hoffe, ihr habt alles dabei. Na, natürlich, wie abgemacht. Haben wir dich jemals betrogen? Nein, bisher noch nicht. Na siehst du. Na bitte sehr. Du kannst auch nachziehen, wenn du willst. Nachzählen spinnst du? Es ist nicht genug drin. Sei leise. Hast du noch nie vom Bluff gehört? Also, hier bitte. Na, das schaue ich mir doch mal genau an. Die Übergabe findet gerade statt, Chef. Ich sehe es ganz genau. Ja, ich sehe es auch. Ich auch. Okay, Männer, dann Zugriff in 3, 2, 1 und los. Na los, gib die Kiste her. Ja, kannst du noch ein bisschen näher kommen? Zugriff, Männer, Zugriff. Ha, hab ich dich. Schön stehen bleiben. Das wird mir zu heikel. Nichts wie weg hier. Hey, stehen geblieben. Wo kommst du denn her? Haben wir euch.
Wir beobachten euch schon seit Wochen und endlich haben wir einen günstigen Moment erwischt. Ihr habt also Ware hierher geschmuggelt. Das wird euch eine ganze Weile ins Gefängnis bringen. Ich sag nix ohne meinen Anwalt. Das musst du doch nicht. Wir haben genug Beweise. Also dann, Jungs, gute Arbeit. Lasst uns die Verbrecher zu Toni bringen. Hey Leute, da ist uns ja ein großer Fang ins Netz gegangen. Wie findet ihr die SEK-Einsätze? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr auch den Kanal abonnieren. Klickt dazu einfach auf den runden Panda-Kopf hier oben. Und noch mehr spannende Abenteuer aus Pandido City gibt es hier rechts im Bild. Also Leute, bis zur nächsten Folge. Wie immer sage ich jetzt ciao, tschüss und auf Wiedersehen.